Willkommen zurück zu Conan Exile, Savage Wilds. So, ich habe alles ausgepackt. Ich hoffe, ich habe auch an alles gedacht. Hier, Tränke, Pipapo, Schwert nochmal kurz heile gemacht. Und jetzt geht es rüber zu dem Reisestein. Reise. Go. Gucken wir mal, ob wir den Boss finden, wa? Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Der sollte, glaube ich, da in der Mitte sein, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Es ist morgens um 9 im Savage Wild und ja. Die sehen krass aus, oder? Die sehen irgendwie krass aus. So, weiter geht's. Wir laufen mal alles chronologisch ab hier. Ihr seht ihn nicht, oder? Ihr seid blind. Unfassbar. So. Hier irgendwas zu looten. Kann man hier irgendwas looten? Ich denke mal, da oben ist der. Da oben drinnen. Was ist das denn hier? Oh. Da gibt es irgendwas zu lernen, glaube ich. Schafft ihr das, Freunde? Ja, ne? Ich glaube, da gibt es wieder irgendeinen Hammer oder irgendwas Cooles. Okay, okay, cool. Warte, warte, warte. Okay, das ist jetzt nur Knochen und irgendwas. Hier ist eine Kiste. Du hast etwas Kari-Stahl gefunden. Kari-Stahl, okay. Was ist das hier? Brüchige Klinge? Legendär. Aha, den müsste man wahrscheinlich dann öfter killen. Ist aber das war doch jetzt nicht der. Das war doch jetzt nicht der Boss, oder was? Garantiert nicht. Komm. Leute, weiter geht's. Das war nicht. Das kann nicht der Boss gewesen sein. Wenn man da vorne ist, auch noch irgendwie so einer. Hin da, Leute. Hin da. Das ist nicht der... Leute! Die hängt fest da hinten. Mist, Mist, Mist. Die hängen leider, leider fest. Ja, da kommt nur Müll raus, okay. Ach Leute, ey, was ist denn mit euch? So, erstmal die anderen nochmal checken, ob es ihnen gut geht. Bitte. Tor. Dir geht's gut.
Dir geht's auch gut, okay. Ragnar. Gott sei Dank war Ragnar derjenige, der hier vorne war. So. Brüchige Klinge. Interessant. Aber wir müssen die halt erstmal verstärken. So, warte. Ich wollte hier unten nochmal kurz gucken und dann gehen wir in die Mitte. Weil hier ist ja auch noch ein Eingang. Hey! Oh, Die Musik wollte gerade anfangen und dann war es zu spät. Okay, dann lass uns mal in die Mitte gehen. Ich hoffe, da kommt wirklich jetzt noch ein Boss. Weil das waren jetzt zwei mit einem Totenkopf. Und hier müsste doch noch irgendwas anderes sein. Oder? Ja, guck, hier geht doch die Treppe hoch. Was ist das? Einfach nur ein Brunnen? Okay. Let's go. Hallo? Da ist er. Leute? Seid ihr alle da? Go. Ich will ein Zweihandschwert, Leute, ne? Zweihandschwert, bitte. Ich möchte meine atlantische Klinge gerne austauschen. Danke, danke, danke. Ihr seid die Besten. Ihr seid die allerbestesten. Das war der eiserne Teufel. So. Okay. Herz des... der Sippengeißel? Was mache ich denn mit dem Herz? Mit dem Herz muss ich irgendwas machen. Ein Herz, das dem Kommandanten der lautlosen Legion aus der Brust gerissen wurde. Tränen zweier Völker. Karistahl. Goldlotus. Okay, was habe ich jetzt übersehen? Aber die Waffen gibt es wahrscheinlich nur unten bei dem anderen Vogel da, ne? Denn der dann respawned ist. Tja, weiß ich nicht. Irgendwas war mit dem Herz noch, ne? Da war doch irgendwas noch mit dem Herz. Schade, dass der nicht mehr hier ist. Okay. Das darf, ist das schwarzes Ei? Was ist das hier, diese Kristalle, Leute? Ist das schwarzes Eis? Nee, kann ja nicht sein. Oder irgendwas... Das ist doch bestimmt irgendwas Wichtiges, oder? Hier unten drinne? Ich hole mal kurz den Obelisk. Oder lassen wir den da stehen? Den können wir ja später noch abholen. Wir lassen den mal da stehen. Wir gehen mal vorne nochmal raus. Ich werde den mal umbenennen. Ich werde den mal umbenennen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht gerade. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, ne? Das ist ja nur eine Trophäe, glaube ich. Eine Zutat sogar. Okay. Komme ich damit irgendwo rein? Ist hier irgendwo eine Tür oder sowas?
Habe ich irgendwas übersehen? Warte mal ganz kurz. Ich guck lieber nochmal. Nicht, dass hier wieder irgendeine Tür ist oder irgendetwas, was ich nicht gesehen habe. Hier zum Beispiel. Haha. Ja, alles klar. Das hab ich jetzt gelernt. Okay. Irgendwas mit lautlose Legion. Wo kann ich das denn? Oh Gott, jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Handschuhe der lautlosen Legion. Und was ist mit den Waffen? Ich kann mir ja dann selber was bauen, ne? Das war ja so in den Kommentaren drin. Ich muss mal kurz raustappen und nochmal schnell reinschauen. Bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist mache, gucke ich lieber nochmal. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber gerade. So. Lass mal schauen. Wo haben wir das denn hier? Schwert von Teliers Leid herstellen. Moment. Dazu müsstest du nur den Boss bei C6 etwas links plätten. Da kann man auch die lautlose Legion Rüstung lernen. Das habe ich gerade getan. Und ich habe den Boss... Ah, ich habe den Boss. Das heißt Teliers Leid. Teliers... Habe ich hier nicht. Habe ich hier nicht. Teliers Leid. Wo kann ich denn das bauen? Oder ist das der falsche Boss? Das kann natürlich auch sein, dass ich hier nicht den richtigen Boss habe. Und das hier, was ich hier habe, brüchige Klinge, ist ja auch was völlig anderes. Ja gut, da warte ich dann nochmal auf die Kommentare. Keine Ahnung. Was habe ich hier, was habe ich jetzt vermisst hier? Was habe ich verpasst, meine ich? Teliers Leid. Wo ist das? So. Folgendes. Ich werde den mal hier stehen lassen. Und nenne ihn der Teufel. Wie hieß denn der jetzt? Der dunkle Teufel oder so? Der Teufelboss. Ja, dann weiß ich, glaube ich, auch, was ich meine. So. Und wir laufen mal weiter. Einen habe ich ja noch. Einen Obelisken. Und wir laufen jetzt mal weiter. Also Teliers Leid. Keine Ahnung, wo ich das lernen kann. Oder ich habe hier einfach was übersehen. Garantiert irgendwas übersehen. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts. Kein Plan, Leute. So, das ist ja jetzt hier nicht so weit weg, ne? Ah ja, guck mal hier. Ah, interessant. Okay. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir die Spinnennetze finden. Dass wir ein bisschen Seide farmen können. Oder Netze farmen können und Seide produzieren können. Grüne Spinnen. Grauenhaft. Bleh. Was sind das für welche? Warte. Chitin, ja. Hallo. Leute.
Ist auch nicht einfach mit euch heute. So. So, Chitin nehmen wir auch mit. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, dann lass uns mal gucken, was uns hier erwartet. Oh mein Gott. Hallo? die haben eine richtig super Agro-Range. Gar kein Problem. Ja, cool. So, hier haben wir noch ein bisschen Deko, glaube ich. Das ist jetzt die Deko, ne? Das sind noch nicht die Spinneneier. Das heißt, die haben die Map-Entwickler natürlich jetzt hier auch noch mal... Oh. Hallo. Ja, selbst schuld, Leute. Doch, hier sind die Eier. Okay, warte. Sichel. Aber wir müssen auf jeden Fall da noch hoch, weil da ist noch eine Giant Spider. Die nehmen wir auch noch mit. Die hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. So. Das ist also nicht die Deko hier. Das ist jetzt wirklich so, ja. Das bleibt immer so, auch unabhängig von Halloween. So. Okay, lass gucken. 789, na, das ist doch schon mal was. Okay, wir laufen da jetzt hoch. Ich glaube, ich sehe die Spinne schon, oder? Ist das ein... Nee, ist ein Baum. Kehle ist ausgedörrt. Okay, ich trinke, ich trinke. So. Okay, let's go, Leute. Let's go. Es wird furchtbar werden. Hm. Hier ist auch noch eine Treppe. So, ich werde noch ein bisschen rumsicheln. Ist ja jetzt nicht so schwer, das Zeug. Das kann man ja mal mitnehmen, ne? So. Also entweder, ich glaube, die Spinnennetze sind Deko für Halloween und die Eier hier, die liegen so immer rum. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh Gott, wo ist die Brutmutter? Oder wie die heißt? Wir laufen mal hier rum. Kommt ihr mal da hoch? Ist sie tot, ja, ne? Okay. Was ist das schön hier? Für Phobiker echt ein Fest. Hallo! Hallo, ihr sollt mitmachen. Okay, es sind verschiedene Spinnen, ne? Diese hier, diese blauen. Werfen die denn was anderes ab vielleicht? Muss ich mal gucken. Nö. Na gut. So, wir machen weiter. Wir werden gleich zu der großen Spinne kommen, vermutlich. The Mire, da sind wir. The Mire.
Warte mal, ist hier ein Durchgang? Hier ist irgendwo. Hier müsste das sein, ne? Glaube ich. Oder doch hier drinne? Achtung. Aua. So. Hallo? Und wo ist sie denn? Alter. Ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Da vorne ist sie. Okay, wir müssen erstmal die anderen vernichten. Ich werd mal ein Getränk nehmen. Und irgendwie habe ich einen Buff drauf, einen Negativ-Buff. Vom Gift wahrscheinlich. So, warte, wir laufen mal andersrum. Wir gucken erstmal, dass wir die anderen da wegkriegen. Bevor wir uns auf die Mutterspinne. Alter, wie viele sind denn das? Ist ja furchtbar. Grauenhaft. Hallo. Wo ist Claudita schon wieder? Ekelhafte Viecher. So. Oh, Mann. So haben wir es. Einmal drumherum laufen. Oh, hin da. Da vorne ist irgendetwas. Das gucken wir uns gleich an, wenn die down ist, die Alte. Okay, haben wir. Ich werde die erstmal abbauen. Dietrich haben wir. Wir brauchten doch gar keinen Dietrich, ne? Mal gucken, wann wir denn einen brauchen werden. So, was ist das hier? Nüscht. Na gut. Aber das Bedürfnis zu gehen. Ich mach mich fertig hier, die Viecher. Okay. So. Wir haben viele Spinnenfäden. Herz der Sippengeißel. Was mache ich mit dem Ding? Da kann man irgendwas kochen mit. So, wo sind wir denn genau? Wir sind jetzt hier. Und im Prinzip können wir eigentlich noch ein Stück hochlaufen, ne? Weil ich muss das doch eh alles erkunden. Dann können wir doch hier noch ein Stück hochlaufen. Gucken, was da so kommt. Wir haben ja noch ein Obelisk. Ich würde dann auch noch mal gucken, dass wir noch mal schauen, ob wir den anderen Miniboss da legen können, um dann vielleicht doch noch irgendwie ein Schwert oder sowas zu kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall bald eine Schneerüstung, eine Kälterüstung. Da habe ich aber irgendwie auch gar keine Ahnung, weil es wurde ja nochmal gesagt, man braucht mindestens zwei Kältestriche, damit die auch wirklich funktioniert. Da habe ich aber tatsächlich nicht wirklich was gefunden, ne? Also das Einzige, was ich gefunden habe, warte, Rüstung, war das hier. Die Highland Wraps. Aber ich renne doch nicht nackig ins Schneebiom. Das sind die einzigen, wo zwei kalte Striche sind. Alle anderen Rüstungen haben nur einen. Auch meine epische Rüstung, Hyänenrüstung, die ich gelernt habe, hat nur einen. Das ist alles sehr merkwürdig. Was soll ich denn da jetzt bauen? Was kann ich denn nehmen? Das hat alles nur eine Kältegeschichte. Hier.
Vanille, Hyänenfell, episch, was ich gelernt habe. Nichts funktioniert. Kann man die denn irgendwie upgraden? Kann mir das jemand sagen? Ach da. Ah, nur Stein. Okay. So, ich laufe mal noch ein Stück hoch. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Dann nutzen wir das mal noch. Oh, der hat rote Augen. Das ist nicht so gut, ne? Der sieht irgendwie anders. Das, ach nee, die sehen alle so aus. Hä? Kristall. Ah. Ja, schön. Finde ich übrigens auch ziemlich cool, dass es so verschiedene von diesen Steinnasen gibt. Einer hat Obsidian, der nächste ist Schwefel. Pam. Okay. Dann hier Kristall. Finde ich sehr, sehr nice. So, dann laufen wir hier mal rein. Mal gucken, was hier so ist. Geradeaus weiter. Da vorne ist irgendein Bauwerk. Oder auf jeden Fall so ein... Irgendwas ist da auf jeden Fall. Wir gucken mal. Etwas, was ich gerne erkunden möchte. Ja. Okay. Keine Ausdauer mehr. Okay. Dann nehme ich doch mal einen Schluck Kaffee, dann geht das bestimmt wieder. So. Da habe ich rechts oben an der Minimap habe ich die Originalzeit. Und links habe ich die Ingame-Zeit. Das ist ja auch spannend. Kulans Outpost. Das ist, glaube ich, nichts Dickes. Da gucken wir uns mal an hier. Gucken mal, was wir hier so finden können. In dem Outpost. Ob wir irgendwas lernen können. Wasser. So. Haben wir es? Ja, ne? Okay. Dann lass mal schauen, was hier so gibt. Ja, damit. Kann man hier irgendwas lernen? Bestimmt, bestimmt, bestimmt. So, mal genau gucken. Hier. Kochspezialist 4. Okay. Was war das? Moment. Gehärtet der Stahlhammer? Nee, irgendwas anderes habe ich doch hier gerade noch gesehen. Da. Hardened Steel Bastard Sword. Wenn ich das upgrade, ist es besser als meins, ne? So, was haben wir hier? Du hast ein neues Talent erlernt. Okkult von Mithra. Aber Mithra habe ich doch selber als Religion, ne? Siehst du, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Den Mithra-Schrein bauen. Kann ich das Pferd klauen? Das wäre ja voll cool. So.
Okay. Oh, schön, guck mal. Den hätte ich auch gerne. Kann man den nicht mitnehmen? So ein Wolf? Oh, so eine Wölfe hätte ich auch gerne. Wo kriegen wir die? Ich glaube, das sind so eine Schneewölfe, oder? Warum stehen die immer alle im Weg rum? Was soll denn das? Voll cool. Wasser wäre auch nice. Ah, funktioniert auch. Kann man mal eben auftanken, das Ganze. So. Hier liegt noch was rum. Das nehme ich noch alles mit. Und hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Okay. Hier ist auch noch eine Kiste. Nice. Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich dieses Schwert lernen kann. Pass mal auf, wir bauen jetzt hier nochmal einen Obelisk hin, weil wir schon ein bisschen weiter weg sind. Das ist dann quasi die Reisemarke. Die Reisemarke. Das ist dann jetzt der neue Reisestein. Da geht es dann später weiter, wenn wir hier weiter erkunden. Hier. Reise. Und dann werden wir werden wir nochmal schnell rübergehen zu dem Teufelstypen und gucken, ob der andere wieder respawned ist. Und dann geht's nach Hause und dann packen wir erstmal alles weg. Weil jetzt weiß ich immer noch nicht, was für eine Waffe. Oder wir nehmen diese eine epische Waffe, die ich noch habe, die ich aber noch ordentlich mit Zeug versehen muss und dann mit einem schönen Schild. Dann machen wir Einhand. Da bin ich auch mal gespannt. Das können wir auch machen. Scheiß auf das doppelhändige Schwert. Wir gucken mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.